Gleich, sofort! Moment, ich hab... Come on. Da lohnt sich. Moment, wir haben gleich wieder was. Dum 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 dum. TM12. Was ist denn TM12? Aquaknarre? Nee, sag mir nicht, Carpador kann Aquaknarre lernen. Nee, okay. Radfratz kann Aquaknarre lernen? Ja, er ist schon. Er ist gespawnt. Oh! Yeah, got him! Ja, let's go, Alter. Okay, in dem Fall hier den hier, ja. Es fehlt die Naruto-Musik, ja. Das sieht so witzig aus. Fucking hell, da fehlt eigentlich noch wer drittes, ja. Da sind ja noch mehr Sachen. Ha! Ja, erschieß ihn. Ja, okay, dann hat sich das jetzt eh erledigt. Fuck. Du musst den Pager machen, F halten, ne? Nicht loslassen. Nicht ECM. Fuck, mate, was? Oh mein Gott, Marcel, Alter. Vor allem, das ist doppelt aktiviert auch noch. What the fuck? Wie schnell ist man denn bitte cursed? What? Schau mal schnell. What? Alter! Das ging ja in Sekunden! Eine halbe Sekunde und ich war cursed! What the fuck? Das ist ein PvP-Lock. Nein! Da ist eine ganze Gruppe an Spielern. No! 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 Weg! Nein! No! Alter, hier, Alter, das ist eine ganze Gruppe. Warum kommt Marvel Studios Werbung? Ich darf es einfach nicht sehen. No! Kann man die Dudes eigentlich parryen? Oh ne, vergiss es. Oh fuck!
Bombe, Digga. Richtig Bombe. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go, go, go! Finish! Nein, ich hab resettet! Prime-Abo fürs dritte Monat! Yes! Es hat eine neue Season angefangen. Greenscreen Stream fehlerfrei einfach so ausspricht. Den Greenscreen Stream. Sag das mal viermal ganz schnell hintereinander. Den Greenscreen Stream streamen. Den Greenscreen Stream streamen. Den Greenscreen Stream Livestream. Let's go! Ihr müsst euch geben, ich muss die Carpon da reinschmeißen und das Wasser danach extra nochmal nachtröpfeln. Als ob ich die nicht zusammen da rein hätte schmeißen können. Jetzt hängt alles nur noch an meiner am Montag, nee, am Mittwoch, habe ich so viel Gas gegeben beim Speedrunnen, ich habe den aus Versehen in den Müll geschmissen. Okay, dann nehmen wir den hier für. Weiter geht's. So, mit da reingepackt. Und jetzt durfte ich den aus dem Biomüll rausfischen unten. Und auch Fliegen waren alles. Ich durfte da halb reinklettern. Das war dezent eklig. Ja! Dann, Alter! Let's fucking go, Mann! Sounds like a Minecraft PvP channel. Ayo, hey guys, boys, girls, it's your boy, Iskender. Paprikastreifen. Joghurt. Alles schnell. Jetzt kommt Joghurt. Nice. Es hält sogar.
durfte da halb reinklettern. Das war dezent eklig. Ja! Dann, Alter! Let's fucking go, Mann! Sounds like a Minecraft PvP channel. Ayo, ey guys, boys, girls, it's your boy, Iskender. Paprikastreifen. Joghurt. Alles schnell. Jetzt kommt Joghurt. Fucking hell, da fehlt eigentlich noch ein drittes, ja. Oh,
charge you pay. So get ready, get set. Get ready, get set. Go break you out and make them follow. You screaming out like no tomorrow. Head high. No stopping, this is your life. Break you out, no hesitate to make them follow you. Screaming out, they scream your name like no tomorrow. Your head high. Your head high. Seid ihr ja? Gott, ey. Ja, ich habe ein kleines Thing gechanged up. Und zwar habe ich jetzt Musik im Starting Screen schon laufen. In der hoffentlich selben Lautstärke, wie man sie jetzt hört. Und ich hoffe, dass man auch meinen Stream und so hört, aber eigentlich muss der all gut sein, ja? Ey, ja, nice. Ich bin schon mal für alles soweit vorbereitet. Ich habe schon alle Vorbereitungen getroffen. Ich kann ja eigentlich lospeedrunnen. Erhitze reichlich Wasser im Wasserkocher, wäre Step Nummer 1. Und wir gehen jetzt rüber in den Timer. Und ja, entweder ich kriege eine Meme in den Chat oder ich lege so einfach so los. Man kennt's. Alt F4. Okay, das hat nicht ganz funktioniert. Schade, ich wollte mein Kack-Uhr hier schließen. So, also ich bin ready to set. Hitzereich Wasser im Wasserkocher. Baconstreifen herschmeißen. Und schneiden. Das heißt, da steht nichts von Baconstreifen vorbereiten. Einfach nur Bacon schneiden. Das heißt, ich darf direkt mit dem Schneidestep beginnen. Weil wir wollen Sub 30. Ich habe schon länger nicht mehr die kürzere Zeit von Hellfresh genommen. Normalerweise orientiere ich mich immer am oberen Limit, dass man quasi in der
überhaupt angegebenen Zeit das Essen fertig kriegt. So wie das am Anfang immer die lustige Meme war. Aber mittlerweile, muss ich sagen, kann ich mich im schnelleren Bereich befinden. Music good, sounds good, online good. Yahoo! Wah! Yippie! Yippie! Jetzt kann ich streamen und HelloFresh kochen. Yippie! Awesome little fella. Ja gut, dann! Let's fucking go! Also, ich weiß nicht, soll ich mit dem nächsten Lied machen? Ja, come on. Come on. Ja, wir sehen schon, das Lied hat ein Ende. Ich brauche einen richtig turbulenten Start. Komm, ich mach ein paar Mal. Machen wir mal ein schönes, komm. Egal, wir nehmen einfach das Beste. Wer weiß, vielleicht hat er sogar die Energy und die Power. Oder das. Okay, so geht's auf. Okay, ich verstehe schon. Alles klar. I see. Okay, er hilft mir bei dem Wasser im Wasserkocher. Let's go. Und denke, dass er den Scheiß schreibt. Ich meine, ich hätte da irgendwo danach gefragt, ja. Ich hab's mir herausgefordert. Ja, nice. Es tut mir leid. Ich kapituliere. Bitte. Irgendwann ist das einfach nur noch so ein Fiebertraum. Irgendwann ist das einfach nur. Aber ja, das gibt meinen Start. Das ist hier mein Momentum jetzt. Da ist mein Tempo. Mit der Musik natürlich. Anschließend in einem hohen Rührgefäß Sahne, Wasser, Hühnerbrühpulver und Maisstärke. Gut vermischen. Okidoki. Also. Das kommt auf jeden Fall mal zur Seite erstmal. Der ganze Bacon. Das war ja nur in dünne Streifen, genau. Okay, alles klar. Jetzt kommt in einem hohen Rührgefäß Sahne. Das heißt also die ganze Sahne hier. Warum habe ich so viel Sahne? Kochsahne. Ah ne, die ganze Sahne. Okay, never mind. Let's go. Geh raus hier. Der ist natürlich recht dickflüssig, muss man schon zugestehen. Und mir auch. Let's go! Oh, das ist aber eine Menge hier! So, Kochsahne. 75 ml Wasser. Oh Gott, das ist ja eine Menge hier! Und Hühnerbrühpulver. Und Maisstärke auch noch. Alter, was kommt denn da alles rein, Hämmer? Tschüss. Alter, was ist das für ein Shake? Maisstärke auch noch hin. Oh shit. Ja gut. Dann lass mal tryen hin. Und das mit dem... Das gut geht vom Vermixen her. Ich glaube eher nicht. Aber ich könnte es quasi ein bisschen hin und her mischen, weil das ist schon echt dickflüssig. Ich mache einfach so. Und dann mache ich so. Da, guck mal, so kriegt man das doch auch gut umgerührt, oder? Funktioniert das so? Macht man das so? Ist das eine Methode? Das was? Macht man das so? Ich glaube, ich sollte doch lieber einen Umrührer benutzen, hey. Das sieht ja gar nicht gut aus. Ja, okay, dann doch hier so ein Ding benutzen. Ja, weil sonst kriegt man das Hühnerbrühpulver überhaupt nicht verrührt. Gut vermischen, sodass keine Klümpchen vorhanden sind. Ja, okay, die sagen das wahrscheinlich nicht umsonst, ne? Dass keine Klümpchen vorhanden sind. Ey, ich hoffe, die rechnen das in der Zeit gut ein, ja? Ich will hier nicht rein inten. Okay, wir sollten soweit durch sein. Kann ich das wieder hier reinkippen? So. Alles klar, was kommt als nächstes? In einen großen Topf erhitzen
und Bacon da drin umrühren. Alles klar. Sollten wir hinkriegen. Also, großer Topf her. Warm machen. Scheint der erste zu sein. Let's go. Oder? Okay, sollte schon hinhauen irgendwie. Nevermind. Also, so. Ich glaube, ich verschwende unnormal die Zeit hier. So, großen Topf erhitzen. Der ist auf jeden Fall am Heißlaufen. Das heißt also, ich verschwende doch keine Zeit. Ich bin doch effizient am Arbeiten. Und muss dann gleich den Bacon ohne Öl reinschmeißen. Ja. Einen großen Topf erhitzen und geschnittene Bacon ohne Öl. Nice. Let's go. Dann benutzen wir, was benutze ich später? Den Schöpfer, dann kann ich den ja schon mal als Werkzeug nutzen. So, ich darf jetzt voll vor sich hinbraten. So. Okay, und wie lange ist die Rede? Ja, ich habe keine Tempos mehr, das ist jetzt fucking Klopapier hier. So. Timer. Was haben die gesagt? Eine Minute? Damn, Alter. Aber es muss eine Minute durchlaufen, auf jeden Fall. So. Auch wenn die noch nicht so schön verteilt sind. Ich bin noch ein bisschen mehr ordentlich verteilt. Da, sieht aber nicht verteilt genug aus hier. Oder? Eieiei. Da, langsam geht's hier. Da. Klasse. Huhu. So, machen wir den noch an. Und dann soll ich das mit der Kochsahne ablöschen, umrühren, aufkochen lassen. Weitere 3 Minuten, bis sie leicht andickt. Alles klar. Verdammt, ich hätte nicht den großen benutzen sollen. Verdammt. Na gut. Das muss jetzt da rein. Let's go. Das ist der hier. So, den Rest holen wir auch noch rein. So, schön. So, das soll jetzt schön vor sich hin braten für, wie viele? 3 Minuten. Und vor umrühren. Dann Brokkoli mundgerecht. Ah ne, wir sind noch nicht so weit. Sahne-Mix 3 Minuten kochen lassen, bis er leicht andickt. Okay, alles klar, nächster Step. Ich weiß nicht, was ich hervorrufe, wenn ich diesen Satz ausspreche, aber agreed, I guess. Die Hälfte des geraspelten Hartkäses in die Soße rühren. Die Hälfte des geraspelten Hartkäses in die Soße rühren. Die Hälfte. Okay. So ungefähr. Da dürfte hinhauen. Salz und Pfeffer hinzufügen. Abschmecken und beiseite stellen. Ja gut, wenn es das war. Damn! Ja okay, dann ist der Step 1 und 2 doch näher zusammen, als man glaubt. Aber in dem Fall tue ich die Soße gleich umkippen, hey. Oder wofür muss ich jetzt das kochende Wasser dann benutzen? Das überlege ich mir gerade noch. Wofür das gekochte Wasser? Reichlich heißes Wasser. Oh, das kommt jetzt. Ah.
Verdammt, die haben mich bemboselt mit dem Trick. Guck mal, wie die das einfach wechseln. Vor allem in dem Bild sind Nudeln drin. Ich habe den Topf genommen, weil ich dachte, da kommt der große Topf zum Einsatz mit den Nudeln. Aber das ist dasselbe Topf, wie wo der die Bacon reinmacht. Aber die Bacon sind für die Soße, wo der einen anderen Topf benutzt. What the fuck? Wie will ich mich denn da anpassen können? Ey? Tschüss. Da hätte auch wirklich ein kleinerer Topf getan, hey. Da tut's ein kleiner Topf für. Ey, hier. Vielleicht mal die größten Sachen auspacken, hey. Ich hoffe, ich knack das trotzdem noch mit den 30 Sub 30. Das sollte schon noch hinhauen. Das kriegen wir hin. Ich bin noch nicht mit der Soße fertig. Ich schnapp mir die jetzt und mach das. Dann. Komm nämlich hier rein gleich. Und. Ready? Ah, die Soße sieht nice aus, oder? Und go. Go, 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 go. Let's go. Okay, Soße, komm hier rein. Aha, dann sprühen wir noch ein bisschen davon aus. Ja, hier, ein bisschen nochmal die Soße ein bisschen zusammensammeln hier. Auch noch mit rein. Seite. Und da kommt jetzt kochendes Wasser rein. Weil ich den ein bisschen sauber gemacht habe. Weil der andere Topf ist viel zu klein dafür, ne? Hat mich hier HelloFresh wunderbar reingeprankt, ey. Huch. So, dann noch das kochende Wasser. Let's go. Nice. So, bin ich mal gespannt, ob das irgendwas dem Aroma gut tut. Uiuiui. Salzen muss ich das noch. So. Und nächster Step. Let's go. Also Brokkoli mundgerechte Stücke brechen. Alles klar. So und hiermit. Schön. Komm, komm weg. Oh, mundgerechte Stücke haben die gemeint, hey. Oh, okay, alles klar. Boah, die sind echt heavy, hey. Ja. So, muss ich einfach hier noch ein bisschen tyrannisieren, die Dinger. So ungefähr. Alles klar, und jetzt ab in das kochende Wasser damit, ne? Pasta und Brokkoli-Röllchen, alles klar. Let's go. Pasta auch. Oh, jetzt wird es aber langsam warm hier drin, ne? Hey. Muss ich aber hier die stärkeren Stufen auffahren. Das reicht auch noch. Ja, schön, guck mal. So ist es vorgestellt, da drinnen. Klasse. So, und die Soße, die kann hier schön drauf warm bleiben. Weil die klebt so wenigstens nicht unten am Rand an, weil ich hatte echt die Sorge, dass sie noch richtig anklebt.
Das wäre nicht so cool. Huh! Wird aber echt gut warm hier drin, ey. Oh. Ja, dann heißt es jetzt wie lange? 4 Minuten. Oh. Ja, easy, dann ist der Step schon mal erledigt. Dann können die mal schön vor sich hin den ganzen Wert nicht weitermachen. Klasse. So, ihr verteilt euch mal schön. Na komm, okay. So. Alles klar, nächster Step. Yippie! So, dann Kirschtomaten halbieren. Ja, kriegen wir doch. Oh, fangen die mir an, hier abzuhauen. Das erinnert mich immer an diese eine Szene von diesem einen Film, der so auf in dem Lebensmittelmarkt spielt. Den muss ich unbedingt mal schauen. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Der soll anscheinend so Adult-Jokes haben, ja, was natürlich sehr viel Cringe-Potenzial hat, muss man schon sagen. Oh, was für. Oh, nein, aber. Ich stelle mir manche ziemlich funny vor, ja. Vor allem, wenn man echt tried. So diese Adult-Humor-Sachen. Vor allem, weil es ja risky ist, ja. Ah, ja. Nein. Huch! Nicht explodiert. Das ist immer das Schlimmste, wenn man eine Tomate retten will, dann fliegt die auf den Boden und explodiert einfach in alle Fetzen. Seppuku. Springt extra mit dem Gesicht voraus. Versucht sich nicht zu retten. Oh, nice, aber irgendwie freue ich mich so richtig auf das Essen. Mich wundert, dass ich Tomaten schneide, um die nicht in den Ofen zu tun, weil die meisten HelloFresh-Gerichte haben immer die Tomaten dann irgendwie im Ofen backen. Was aber echt geil schmeckt, das muss ich mir schon für manche andere Gerichte dann merken, ja. Oh, wir kommen echt an die Sub-20-Mark, hey, das wäre crazy. Sub-20, ich bin für Sub-30 schon echt nervös gewesen, aber Sub-20? Fuck, Alter, als First Try, ich glaube, das ist ja mein First Ever Sub 20. Also so First Try Sub 20. What? So, Tomaten sind ready to go. Was passiert mit denen? Pasta und Brokkoli und Soße geben und kurz umrühren, erwärmen. Pasta und Brokkoli zur Soße geben? Damn! Pasta und Brokkoli zur Soße, also hätte ich doch den großen behalten sollen. Aber das hätte hier gar nicht alles reingepasst, ey. In dem Fall muss ich den Topf hier reinschütten. Den da hier. Damn, Alter, wollen die das echt, dass ich das als ganzen Klumpen zubereite? Tschüss. Shit. Ja, dann ist halt so, ne? Okay. 1 Minute noch. Oh, das könnte echt fucking close werden, ja? Das könnte richtig fucking close werden. Kriege ich die dann nochmal rein? Ne, keine Chance, das Ding ist durchnässt. So, dann tue ich die Kirschtomaten schon mal hier rüber. Weil die landen dann gleich drin in der Soße. So, da kommt die Soße da gleich rein. So, 1 Minute noch, come on. Ja, das sieht doch mal was aus, hey. Nice. Ja. Close. So, wie sind die bisher? Sag mir nicht, weil ich jetzt ein bisschen runtergefahren habe von der Temperatur, dass sie nicht durch sind. Die brauchen schon noch eigentlich. Damn. Ja gut. Ja, jetzt die Kirschtomaten hinzufügen. Warte, bin ich schon beim nächsten Step? Nee, noch nicht. Doch, fertigstellen. Ja, danach kommt anrichten. So, die hier noch schön rein. Ich glaube, ich war mit irgendeinem Step viel zu schnell, habe ich das Gefühl, ne? So, ihr seid jetzt auch noch ein bisschen. So.
das jetzt auch noch mit den Einweichen. Nice. So, und die hier sollen noch vor sich hinkochen ein bisschen. Weil irgendwie ist das noch nicht ganz ready. Muss ich ja schon sagen, ne? Shit, ich krieg die Sub-20 definitiv nicht hin. Da hätte ich jetzt überhaupt nicht hingehauen. Bruh. Naja. Wenigstens Sub-30. Immerhin noch im Green Area, ja? Aber nächstes Mal Sub-20. Da weiß ich nämlich, die Töpfe besser zu nutzen. Und die Zeit brauche ich dann für später. Ja, ey. Energy! Damn, was ist das für ein Lied? Lass mich das später hören, hey! Ich kenne das, glaube ich. Damn, das ist nice, ja. Direkt mal mit in der Playlist. Saved! New Spotify-Lied. Wuhu! Hey, liebe! Ja, ey! Schön! Oh, ist das nice am Aussehen! Ich hab da jetzt so Bock drauf! Vor allem, ich finde das funny, wenn die irgendein Gericht Family nennen, wenn da halt irgendwelche ikonisch leckeren Sachen drin sind, wie Bacon oder irgendwas, was halt Kinder cool finden. Das ist funny, wenn man so drüber nachdenkt. Und welches Essen ein Indikator dafür ist, dass es Family ist. Quasi, dass es den Kids gefällt. Crazy. Und geh langsam, hab ich Hunger, hey. Okay, die Nudeln sind, glaube ich, ready genug. Jetzt werden die abgedingst hier. Da heißt, wir holen den da. Alter, die haben da aber nichts von gesagt. Die haben komplett den Sieb vergessen, den ganzen Steps. Fucking hell. So, jetzt kommt's zum Zurichten. Let's go. Boah, das ist immer crazy. Crazy warm hier. Boah, da kommt immer richtig Hitze raus hier. Holy shit. So. Tschüss. Okay, ist okay soweit. Hier machen wir alles aus. Die machen wir hier rein. So. Alter, können wir eigentlich auf dem Teller hier sparen? Beim nächsten Mal kann ich den dann nutzen. Und hierfür macht dann so einer viel mehr Sinn. Ihr habt mir extra gesagt, tiefe Teller. Ja. Nice! Ja, dann haben wir ja einen richtigen Behälter dafür, dann kann man sich so viel reinmachen, wie man will. Nice! Boah, aber ist halt unnormal warm, ja? So! Oh, das ist aber viel Mugeln für so einen. Ja, guck mal. So! Easy! Geil! Done! Ah ja, fuck, der Käse! Was passiert, wenn ich jetzt Undo mache? Easy! Käse drauf! Let's go! Ja, es hat geklappt! Boah! Wuhu! Can you believe it? Juan, auch hier! Ey! Greetings! Ah, oh, done! Wuhu! Can you believe it, guys? Hey, ich bin so am Abschwitzen, hey! Aber da war ein nicer Run, wir sind Sub 30 gegangen. Hätte ich mich besser vorbereitet, auch gerne in Sub 20. Da wäre crazy gewesen, auf jeden Fall beim nächsten Mal.
Und dann würde ich sagen, bis nächsten Dienstag, weil nächste Woche ist wieder HelloFresh. Ey, bestimmt ist mein Bild wieder buggt, aber diesmal werde ich es fixen, in time. Change the world. My final message. Goodbye.